Es sind 800 Millionen Euro zu vergeben. Am 19. Februar 2019 verstarb Karl Lagerfeld, Kreuz 85, in einem Pariser Krankenhaus. Bis zur Testamentseröffnung bleibt zunächst unklar, wo das riesige Vermögen des Modedesigners wohl hinfließen wird. Klar ist, dass seine geliebte Katze Schaupeter einen Teil des Geldes erben wird, so wie seine Angestellten und sein Patenkind Hudson Brünig. Doch fest steht schon auch, die leibliche Familie des Modezars geht leer aus. Karl hatte eine Schwester und eine Halbschwester, die beide bereits vor ihm gestorben sind. Sie pflegten zu Lebzeiten allerdings auch kaum Kontakt. Wie Bunte jetzt berichtet, wären die drei Kinder seiner verstorbenen Schwester Christiane die gesetzlichen Erben und hätten das gesamte Vermögen bekommen können. Da aber der Modezar vor seinem Tod sein Geld in einem Testament selbst aufgeteilt hat, bekommt die leibliche Verwandtschaft keinen einzigen Cent, ob seine Familie dennoch zur Bestattung des gebürtigen Hamburgers kam. Zumindest ließen es sich etliche Prominente und Größen der Modebranche nicht nehmen, ihm am Freitag nach seinem Tod bei seiner Einäscherung die letzte Ehre zu erweisen.